Smarana, ihr Lieben, heute ist ein schwieriger Tag für mich. Und zwar geht es um meinen Sohn. Der hatte jetzt am 14.03. Geburtstag und deswegen kommen gerade so viele Gefühle in mir hoch und ich habe noch nie darüber gesprochen, über diese Seelenaufgabe zwischen uns beiden. Und ja, ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde es mit euch teilen. Und ja, in der Hoffnung auch einfach, um vielen Eltern unter euch Trost und Unterstützung zu schenken. Es fällt mir tatsächlich nicht so leicht, jetzt über dieses Thema zu sprechen. Aber im Hinblick auf die Seelenaufgabe, die ich von meinem Sohn praktisch bekommen habe und auch schon erfüllt habe, ja, ist es gut, wenn ich mich heute mal oute, sozusagen. Ja, es geht gleich los und ich freue mich auf dich. Also mein Sohn ist das erste Kind, was ich hatte und das Schwierige bei der Geschichte ist, dass er 100% schwerbehindert ist und blind. Und ich hatte tatsächlich minimum 10 Jahre lang, war der Schmerz so groß, dass ich darüber mit niemand sprechen konnte. Ich spüre das auch jetzt, bewegt mich kolossal in meinen Innersten. Und ja, er hat, wie gesagt, am 14.03. hat er Geburtstag gehabt und die Tagesenergie an diesem Tag, die ist die totale bedingungslose Liebe. Und das ist auch die Natur von meinem Sohn. Er ist die vollkommene, naja, vollkommen kann man nicht sagen, aber er ist die Liebe an sich, sage ich jetzt mal. Und das ist auch von seiner Herkunft her auch irgendwie ganz klar. Sein Herkunftsname ist Shamuel, der Fackelträger. Ich muss mich echt beherrschen heute, dass ich nicht gleich in Tränen ausbreche. Shamuel, der Fackelträger. Das heißt, er geht mit seiner Fackel voran, die Fackel der Liebe, um zu zeigen, ja, dass das Leben viel mehr ist, als wie wir es oft so oberflächlich betrachten. Und dieses Seelenversprechen oder ja, diese Aufgabe, welche wir beide abgesprochen hatten, als wir noch nicht inkarniert waren, also in diesem Zwischenstadium. Es gibt ja immer, ich denke, ihr wisst es, die Seelen inkarnieren und danach verlassen sie die Erde und treffen sich mit ihrer Seelenfamilie, mit ihren Seelenpartnern, mit dieser ganz großen Familie, mit vielen Seelenfreunden. Und dann wird ja dieses Gespräch geführt, was die nächste Aufgabe für das nächste Leben sein kann. Und dann sucht man jemand, der einem diesen Dienst erweisen kann, damit man diese Erfahrung macht. Ja, und damals hatten wir uns also auch getroffen als Seelen, von Seele zu Seele. Ja, und dann hat mir diese liebe Seele gesagt, okay, ich mache es für dich. Ich komme auf die Erde als dein Kind, als behindertes Kind. Oh. Und ich helfe dir,
damit, dass du den Weg ja sicher auch in die Spiritualität findest, dass du den Weg, und das ist der Punkt, zur Liebe findest. Und den habe ich gefunden. So viele von euch schreiben mir, wie ihr die Liebe bei mir fühlt, wenn ich also Videos mache, wenn ich Channelings oder Meditationen mache. Und das ist die Liebe, die praktisch durch durch meinen Sohn wachsen durfte. Ich muss erst mal was trinken. Es war ganz am Anfang eine sehr schlimme Zeit für mich. Allein, wenn ich mit dem Kinderwagen spazieren gegangen bin, als er noch ganz klein war. Und man hat ja gesehen, dass er behindert ist, man sieht das ja. Und die Leute haben dann alle so komisch geguckt. Ja, das war schon nicht schön. Aber letztendlich ist er jetzt gut untergebracht im Blindeninstitut. Es gibt ja mehrere Institute in Deutschland von dieser Vereinigung. Und dort ist er also untergebracht, weil ich selbst könnte ihn nie so pflegen, wie er es braucht, und fördern und unterstützen. Das ist einfach, du brauchst 1000 technische Einrichtungen. Und weil er kann ja gar nichts, er ist wie ein Baby mit 4 Monaten sozusagen, plus minus. Kann also gar nichts, was er gut kann, ist hören und riechen. Und sonst aber eigentlich nicht viel. Ja, und für mich ist es eine sehr große Unterstützung, dass er eben dort sein darf. Und ganz liebevolle Menschen, die dafür ausgebildet sind, für ihn da sind. Jetzt ist es ein bisschen blöd, man kann ihn nicht mehr besuchen wegen dieser C-Zeit. Das ist sehr kompliziert alles und würde noch mehr größere Beeinträchtigungen für ihn bedeuten. Also ich habe ja dadurch, dass ich Medium bin, die Möglichkeit, medial mich mit ihm zu verbinden, und das mache ich auch öfters. Meistens hört er mir zu, wenn ich mit ihm spreche. Aber ich spüre dann diese riesengroße Seele, dieses ungeheuer große Licht. Das ist überwältigend. Aber der Körper passt halt nicht zu diesem großen Licht. Ja, so ist es eben einfach. Und also ihr seht, ich bin nicht perfekt. Ich habe zwar viele tolle Fähigkeiten und die sind schon fast alle perfekt, aber ich habe eben auch eine große Last zu tragen. Und jetzt gerade der 14. an seinem Geburtstag. Ja, da möchte ich ihm auch mal Danke sagen. So ganz öffentlich und wahrscheinlich auch mit eurer Liebe Danke sagen. Und was ich auch gerne möchte, ich möchte jetzt nachher Engel Samuel channeln, weil Engel Samuel ist ja der Engel der Liebe
Und mein Sohn heißt Samuel mit seinem Herkunftsnamen. Und deswegen, und dann ist noch gerade die Tagesenergie, die Liebe, also richtig, richtig krass, was da alles zusammenkommt. Und das ist für mich einfach jetzt das Zeichen, Nirjana, sag es all deinen lieben Abonnenten und bringe dadurch noch mehr Liebe auf die Erde. Und ich bin sicher, wir werden mit Engel Samuel ganz viel Trost auch und ganz viel Heilung in die Familien bringen, wo eben Kinder da sind und einfach Mama, Papa und Kind unterstützen mit der großen Liebe von Engel Samuel. Und auch das ist, es ist ein Geschenk jetzt von meinem Sohn, denke ich, für euch und ein Geschenk von mir für euch. Und ich habe also ja schon oft dran gedacht, auch mal euch davon zu erzählen, aber es war nie der richtige Anlass. Bloß jetzt passen die Energien gerade richtig, richtig gut. Alles passt zusammen. Und damit es, weil das Thema ist schon sehr schwer, aber damit es ein bisschen leichter wird, habe ich diesen freudigen Hintergrund gewählt. Weil eigentlich ist es ja ein Grund zur Freude, wenn man sich weiterentwickeln darf und ja zur Liebe ausrichten darf und mich das wirklich auch in diese Position jetzt gebracht hat. Unter anderem, also es gibt auch noch viele weitere schlimme Erlebnisse in meinem Leben. Die muss ich jetzt nicht alle erzählen, aber das ist eine Sache. Mein lieber Sohn, die Seelenaufgabe. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an mit dem Channeling. Fangen wir gleich an und ich stimme mich auch ein. Ich bin sehr gespannt, was Engel Samuel sagen wird. Und ich erhoffe mir auch ganz viel Heilung für euch und ganz viel Liebe, das strömen wird. Und ja, dass sich diese Liebe ausdehnt auf die Erde. Ja, und gleichzeitig werde ich auch diese Liebe zu meinem Sohn senden. Es ist schön, dass ich mich wenigstens telepathisch mit ihm unterhalten kann, ihm trösten kann und ihm auch ganz viel danken kann dafür, was er, welch großes Geschenk er mir gemacht hat und immer noch macht. Ja, jetzt bin ich auch gespannt, was ihr zu diesem Video sagt, weil es ist ja schon ganz anders als sonst. Es ist sehr privat, aber wir sind ja alle eine Familie. Die Liebe verbindet uns und das ist, denke ich, das Wichtigste. Und ich möchte euch einfach auch sagen, wenn man jetzt das Leben, egal was passiert, immer durch die Liebe betrachtet, dann hat man es leichter, dann öffnet sich das Herz und die Seele und man befindet sich auch auf dem Weg, welchen die Seele vorbereitet hat, auf dem Weg der Liebe, begleitet von unserem, ja, von der Schöpferenergie, vom lieben Gott. Deswegen wollte ich euch auch sagen, hadert nicht mit eurem Schicksal, ganz egal, wirklich ganz egal, was alles eben passiert. Es hat alles seinen Grund und schön ist es, wenn man herausbekommt, warum es so ist. Meistens sind Seelenverabredungen der Hintergrund, damit sich die Seele in diesem Leben erfahren kann und wachsen darf. Ja, so, jetzt habe ich aber genug geredet, jetzt habe ich mich auch wieder gesammelt, Gott sei Dank. Puh, war das schwer.
Für mich bedeutet das auch einen ganz großen Schritt, jetzt das so öffentlich zu machen. Also das heißt, für mich persönlich tut sich da ein großes Feld der Heilung auf. Dafür danke ich euch, weil durch euch darf jetzt auch ganz viel Heilung in mir nochmal geschehen. Und ja, diese Heilung ist immer gut. Ich wünsche mir für euch auch, dass es euch gut geht und dass ihr auch ganz viel Heilung bekommt durch dieses Video. Ja, und jetzt macht euch bereit. Wir werden jetzt gleich im Übergang uns mit Engel Samuel verbinden. Ich sprühe mich erst noch ein. Unbedingt. Und zwar erstmal mit der violetten Flamme, um meine Aura zu reinigen. Und dann mit der 909. Und dann mit der Fülle. Die Heilung auch noch. Heute übertreibe ich. Macht aber nichts. Macht einen Krach hier. Nee, das macht nichts. Ist ja auch ein ganz besonderer Tag heute. Ich schicke euch ein bisschen von der Energie der Aurasprays rüber, dass ihr auch was davon habt. Und jetzt stimme ich mich ein und ich wünsche euch eine ja, wundervolle Zeit jetzt mit dem Channeling und mit diesen schönen Energien von Engel Samuel. Ich rufe die Energie des Schutzes, die Energie der Liebe und des Lichtes. Ich rufe die Energie des Schutzes für uns alle. Und stimme mich nun ein, um die allerhöchsten, liebevollsten, göttlichsten Botschaften für uns zu empfangen. Einströmt die vollkommene Liebe von Engel Samuel. Einströmt die Güte, das Licht und die Kraft, mein allerliebstes Menschenkind. Das Leben auf der Erde ist für dich eine Schulung durch die Liebe. Und dies solltest du nicht vergessen oder übersehen, denn alles ist von Liebe getragen. Und so spricht Engel Samuel zu dir, um dich in deinem Herzen zu berühren und um dir zu zeigen, dass Liebe überall ist. Ich bin heute hierher gekommen, um gerade ganz viel Liebe in die Familien zu bringen. Ich bin gekommen, um Liebe zu allen Kindern zu bringen, um Liebe zu allen Müttern und zu allen Vätern zu bringen. Geliebte Menschen, erkennt, dass die Liebe die größte Kraft trägt und dass du dich immer, immer in jeder Situation an die Liebe wenden kannst.
denn es ist die Liebe, welche dich heilen wird, welche dich wachsen lassen kann, welche deinen Geist ausdehnen kann und dich führen kann, führen auf deinem Weg durch dein Leben. Sobald du für dich erkannt hast, dass die Liebe dein Weg ist und dass du selbst Liebe bist, beginnt ein Weg der Heilung in dir sich zu vollziehen. Denn Liebe heilt alles, was dich belastet. Liebe ist das Erste, was Gott erschaffen hat. Und wir, die Engel, die Boten Gottes, wir erzählen dir von dieser Liebe, damit du dir dessen bewusst wirst. Und so möchte ich nun jeder Familie meine Hände reichen, jeder Familie, jeder Mutter, jedem Vater, jedem Kind. Eigentlich euch allen möchte ich meine Hände reichen, die Hände der Liebe. Und so strömt nun diese Liebe, diese Heilkraft zu euch. Die Zeit der Heilung ist jetzt. Die Zeit der Liebe ist jetzt. Empfange, empfange meine Geschenke, geliebter Mensch. Sie kommen aus der höchsten Ebene der Schöpfung, aus Gottes Ebene, und sie fließen jetzt zu dir. Diese liebende Heilung, sie hüllt dich ein, sie streichelt deine Seele und sie flüstert dir zu. Alles ist gut, so wie es ist. Vertraue, vertraue dem Weg der Liebe, auf welchem dich deine Seele führt. Und richte dich jeden Tag aufs Neue für die Liebe aus. Denn durch diese Liebe bist du verbunden mit allem, was ist. Du bist verbunden mit dem höchsten Gut, welches es gibt. Und ich, Engel Samuel, ich löse in dir alle Strukturen, welche dich hindern, aus den niederen Energien aufzusteigen in die komplette Heilung. Ich löse so viele Strukturen, wie du jetzt mir erlaubst. Und so lass es ruhig geschehen, denn es ist ein Akt der Liebe. Und so wirke ich durch Nirirana für dich. Alles geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Und die Liebe, sie darf dich berühren. Sie darf dich tragen und schützen. Spüre deine Zugehörigkeit und spüre die Nähe von Engel Samuel. Und so danke ich dir, dass du heute hier warst, dass ich dich berühren durfte in deinem Innersten
und die Heilung jetzt durch dich fließt. Ich danke Engel Samuel für diese Botschaft und ich danke dir, dass du heute hier warst. Ich schließe jetzt meinen Kanal wieder. Es ist die Liebe, die jetzt hier im Raum bei mir fließt und bei dir auch zu Hause ist. Nutze einfach den Tag, einmal dankbar zu sein für alles, was in deinem Leben geschehen ist, indem du erkennst, dass alles durch die Liebe geschieht. Das ist ein sehr großer, starker Heilungsprozess, den du dadurch anschieben kannst, indem du dankbar bist für alles, was geschah, auch wenn es vielleicht ganz schlimm war. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte was bewirken in euch und ich bin schon so gespannt, was er mir schreibt unten im Text. Und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit der Liebe. Bis bald. Tschüss.